Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sehe nicht ansatzweise angemessen für einen... Ja doch, heute ist Freitag, da kann man so schon mal vor die Tür gehen, aber ich habe mich hier mit euch heute versammelt, um ein kleines aufgebraucht, schrägstrich aussortiert Video zu machen, denn auch in den letzten Wochen hat sich wieder einiges an Müll gesammelt. Und ich bin froh, wenn das Ganze jetzt endlich hier aus dem Sichtfeld ist. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Falls euch interessiert, wie ich diesen Look gemacht habe, der komplett eskaliert ist und komplett over the top und mehr als eigentlich geplant geworden ist, dann verlinke ich euch das Video von Mittwoch hier. Ich habe die neue Elf Cookies and Dreams Kollektion in meinem Gesicht. Und ich muss sagen, es ist wild, es gibt mir so ein bisschen edgy Vibes, aber ich liebe es und ich hoffe, ihr habt Lust auf ein kleines Aufgebraucht. Ich liebe die Videos mittlerweile, ihr liebt sie auch und deswegen würde ich vorschlagen, wir starten auch gleich. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt und ja, ich freue mich ganz doll, mit euch den Müll zu besprechen. Es ist ein Trash-Video, ihr kennt meine Aufgebraucht-Videos mittlerweile. Ich habe gar keinen Plan, in welcher Reihenfolge das ist. Ich hole raus, sag euch, wie ich die Produkte fand und... dann kommen sie endlich weg und ich würde vorschlagen, wir starten auch mit dem ersten Produkt. Und das sind die feuchten Kosmetiktücher von Isana in der Blumenedition. Ich kaufe meistens gleich 5 oder 6 Pakete bei so einem Drogeriehaul. Ich benutze die meistens. Ihr seht, ich habe keine mehr hier. Die sind unten im Backup-Zimmer. Und deswegen habe ich hier noch Swatches drauf. Zum Abschminken benutze ich sie nicht, das würde ich euch auch nicht empfehlen, aber zum Reinigen von Swatches oder wenn man mal den Pinsel so ein bisschen sauber machen möchte oder so, ist das gar nicht schlecht. Tut ihren Zweck, man kann sich damit auch abschminken, aber ich mag das persönlich nicht so gerne. Dann habe ich hier ein Snack, das ist ein Fruity Snack Balls mit Kokosnuss, Dattel und Haselnuss. Die habe ich von Desiree bekommen. Sie hat einen YouTube-Kanal, Desmodea heißt sie. Und sie hat mir so ein kleines Self-Care-Paket geschickt. Und guess what? Die haben nicht lange gehalten. Ich glaube, nach einem Tag waren die weg. Die waren mega, mega, mega lecker. Also Desiree, ich weiß nicht, wo du sie her hast. Vielen Dank dafür. Schreib es gerne in die Kommentare. Super lecker. Die bestehen nur aus 3 Zutaten ohne Zusatzstoffe. Die sind sehr heavy. Also du isst ein und dann bist du satt fast, weil die so reichhaltig sind. Aber die sind so lecker. Wenn du richtig Lust auf was Süßes hast und ich probiere so ein bisschen Zucker zu vermeiden, so künstlichen industrieweißen Zucker, dann ist das eine echt gute Sache gewesen. Also wenn ich weiß, wo es die gibt, würde ich die tatsächlich auch wieder nachkaufen. Dann geht es weiter mit Duschgel und das ist hier von Balea. Das ist die Cremedusche Sweet Clementine. Der Geruch war wirklich, wirklich schön. Also die Orange und die Vanille, das riecht so ein bisschen wie Weihnachten. War aber eine Limited Edition. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich bin ja nicht so oft bei DM. Aber das, ich sage es immer wieder dazu, ich benutze diese einfachen Duschgele meistens. Ich dusche manchmal 2-mal am Tag und ich brauche nicht 2-mal am Tag die komplette Verwöhn-Edition mit Pflege und Creme und dies und das. Und das ist so für die Dusche am Morgen mal schnell, dass man sich ein bisschen frisch fühlt und einfach ein bisschen sauber ist. Sehr, sehr gut. Was ich euch empfehle, ist, ihr könnt hier Folie abmachen und das Ganze dann besser recyceln. Die Kappe wird abgemacht und dann könnt ihr das Ganze so in euren Plastikmüll geben und dann kann das Ganze auch erst vernünftig recycelt werden. Ich sehe oft bei Leuten, dass sie einfach die Sachen in den Plastikmüll geben, aber das Problem ist, diese verschiedenen Plastikkomponenten können nicht recycelt werden, wenn sie zusammenstecken. Und da stellt sich ja keiner auf die Müllkippe und dreht unsere Duschflaschen und Shampooflaschen auseinander. Deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr diese Produkte habt, wo das auch explizit draufsteht, macht es einfach, schraubt es auseinander und dann kann das auch vernünftig in den Wertstoffkreislauf wieder zurückgegeben werden. Ein Produkt, auf das ich nicht mehr verzichten kann. Ich kaufe das meistens von Rossmann. Ich war aber für einen Haul von einer Weile bei DM und habe mir dieses Volumenpuder gekauft. Ich habe das jetzt von Rossmann. Ich mag das ein bisschen lieber. Das riecht noch ein bisschen anders. Das gebe ich mir an meine Haare. Jetzt habe ich gerade eine Mütze auf, aber ihr macht das rein und dann rubbelt ihr das so ein bisschen rein. Ist ähnlich wie so ein Trockenshampoo und ihr habt Volumen und das hält tagelang. Das ist wirklich, wirklich verrückt. Ich liebe, liebe das. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es die Haare kaputt macht. Bei mir ist eh Hopfen und Malz verloren. Istanbul 2023 ruft und klingelt an der Tür. Literally, ich habe vorgestern eine E-Mail bekommen.
Aber ich benutze dieses Volumenpuder gerne einfach, um so ein bisschen Volumen an den Ansatz zu kriegen. Oder so ein bisschen, wenn ich mir ein paar Tage lang die Haare nicht gemacht habe mit Gel und Haarspray und so und die dann nicht fettig sind, aber so ein bisschen halt nicht mehr so frisch sind. Durch das Volumenpuder funktioniert das halt wie ein Trockenshampoo. Auch hier nehme ich die einzelnen Komponenten auseinander und entsorge das dann. Dann habe ich aussortiert von BH Cosmetics das Paradise Set Hydrating Setting Spray. Aktuell gilt auch mein Code Maxim10 noch. Also falls ihr was mit BH Cosmetics braucht, schaut unbedingt vorbei. Der gilt erstmal weiterhin. Das ist ein Setting Spray gewesen. Das war die Hydrating-Version. Ich habe auch noch zwei andere. Ich glaube, das habe ich sogar leer gemacht. Das hat einen sehr, sehr schönen Sprühkopf gehabt. Schaut mal, so ein bisschen kommt noch raus. Sehr, sehr fein. Roch sehr gut. Allerdings habe ich die jetzt schon wirklich ein paar, fast schon 2 Jahre hier gehabt. Und irgendwann muss man die Sachen aussortieren. Sehr, sehr gut. Haben mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Es gab noch zwei weitere. Und die habe ich hier und die habe ich leer gemacht und aussortiert, weil ich die nicht benutzt habe. Wir haben das Refreshing Face Mist. Das war nochmal so für zwischendurch, wenn du das Make-up schon ein paar Stunden im Gesicht hast und einfach noch ein bisschen abgepudert hast, dann sieht es ja meistens nicht mehr so schön aus. Und wenn du dann mit diesem Spray oder generell mit dem Spray über dein Make-up gehst, dann ist das richtig, richtig schön und hat mir gut gefallen. Welches ich nicht mochte, war das Mattifying, das hier in dieser rosa Verpackung. Das war mir zu trocken. Also man hat wirklich, das hat mattiert, kann man so sagen. Aber für meine Haut war es persönlich so ein bisschen zu trocken. Deswegen auch hier, schraubt die Dinger auseinander, packt sie in ihre einzelnen Bestandteile und gebt das dann gerne in den Plastikmüll. Dann habe ich hier ein Shampoo, das ist von Ghoul. Das war die Braunfaszination mit sehr, 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 sehr gut. Das soll die eigenen braunen Farbnuancen so ein bisschen bräunlicher machen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Würde ich mir auch nachkaufen, wenn ich demnächst wieder in die Drogerie gehe. Ghoul-Shampoos sind natürlich nicht ganz so günstig, aber es war wirklich sehr gut. Also ich hatte schon den Eindruck, dass meine Haare danach sehr schön geglänzt haben und einfach frisch waren. Das hat gut gerochen. Es war nicht so ein Overkill-Duft. Ich finde, Ghoul riecht eh immer sehr gut. Und was ich auch von Ghoul sehr gerne mag, ist dieses Tiefenreinigungsshampoo. Ein Haarspray habe ich auch leer gemacht. Schaut mal, wie gammelig das schon aussieht. Also ich gehe durch so eine Flasche ungefähr einmal im Monat, weil ich natürlich viel Haarspray brauche. Das ist dieser Freeze-Haarlack für krassen Halt. Ist eins der besten Haarsprays. Obwohl ich sagen muss, ich habe mir jetzt was Neues gekauft. Das müsste heute kommen. Vielleicht mache ich ein Haul-Video dazu. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Ich habe bei Douglas sehr, sehr, sehr viel bestellt. Für Videos, für Haare von Way. Ihr habt ja neulich gesehen, dass ich irgendwann mal im Januar, glaube ich, bei Douglas war und mir von Jen Atkin, die hat eine eigene Haarpflegelinie, so ein Wave-Spray gekauft habe. Und das war so gut, dass ich mir, ich glaube, fast die ganze Produktreihe gekauft habe, um sie für euch zu testen. Das Haarspray ist gut, 3,45 kostet das, kaufe ich immer wieder nach. Dann habe ich hier von Domol die Perfume Style Duftkerze. Auch die habe ich leer gemacht. Ein fantastischer Duft. Wirklich richtig schön frisch, blumig, fruchtig. Ich habe mir die gerne angemacht morgens meistens, wenn ich aufgestanden bin, mein Käffchen getrunken habe, mich am Computer setze, um dann einfach so was Schönes zu riechen. Ich bin ganz, ganz krasser Duftmensch und liebe das, wenn etwas gut riecht und frisch riecht. Die gab es auf so einem Extra-Aufsteller. Ist auch noch gar nicht so lange her. Eine Mascara habe ich leer gemacht, tatsächlich. Es passiert selten, dass ich wirklich etwas leer mache an Make-up. Ihr kennt das. Das war die Lash Paradise Mascara von L'Oréal, glaube ich. Ja, L'Oréal. Fantastische Mascara. Leider gibt es keine Mascara, die so richtig, richtig braun ist. Die meisten Mascaren sind so. Hier, schaut mal. Das ist halt braun-schwarz. Es geht eher in die Schwarzrichtung. Ich hätte gerne. Und falls ihr da was habt, sagt mir das unbedingt. Eine Mascara, die braun ist, wie dieser Eyeliner hier von Fenty. So ein warmes Schokoladenbraun, das wirklich aussieht wie braune Wimpern und nicht wie schwarzbraune Wimpern. Wisst ihr, was ich meine? Das fehlt mir so ein bisschen. Vielleicht habt ihr da eine Marke oder ein Produkt, was ihr mir da empfehlen könnt. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Ein Spray, was ich jetzt auch wegmache, ist von Il Makiage. Das war das Hydrating Setting Spray. Es war ein gutes Setting Spray. Ich bin ehrlich, ich habe es jetzt auch, also es ist fast leer.
Ich habe das jetzt aber auch schon lange und ich habe es auch weggemacht, weil ich genervt bin. Es gibt ja, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, aber es kommen natürlich immer wieder neue Leute dazu und verlinken mich auch auf Instagram, vor allen Dingen auf diesen Posts von Il Makiage. Das ist diese Werbeanzeige, wo jemand die Foundation ins Gesicht macht und sie passt farblich perfekt. Funktioniert auch und ich habe das Ganze auch schon getestet, aber das ist schon über ein Jahr her und ich mochte die Textur von der Foundation nicht ganz so gerne. Farblich war das wirklich sehr, sehr gut. Also hier ist meine Review und ich werde halt immer wieder auf diesen Post markiert, obwohl ich schon, ich war Teil der Launch-Kampagne, als die Marke nach Deutschland gekommen ist. Und am Ende ist das Ganze ziemlich eskaliert, deswegen bin ich total glitschelig genervt davon gewesen, weil sie mich einfach super, super, super bloßgestellt haben. Was ich aufgebraucht habe schon wieder, ist von Drunk Elephant das BeHydra Intensive Hydration Serum. Das steht bei mir unten im Bad. Dadurch, dass ich einmal hier meine Skincare habe, die ich so fürs Make-up benutze, und unten eine Skincare habe, die ich so zwischendrin immer nutze. Und die Sachen sind halt extrem teuer, aber extrem gut. Also ich kam mit den Produkten sehr, sehr gut zurecht. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Ich habe tatsächlich aber noch zwei oder drei Backups hiervon. Die gibt wirklich Feuchtigkeit, aber auch nur Feuchtigkeit. Also sie macht nichts anderes. Wenn ihr euch abgewaschen habt und dann einen Toner raufgegeben habt, dann das. Und dann habt ihr einfach wirklich so einen Feuchtigkeitsboost auf eurer Haut. Dann habe ich hier von Anna Nayake eine Bambu-Face-Maske. Und ich habe mir hier raufgeschrieben, dass ich die super fand. Ich kann mich auch noch daran erinnern, die roch erstmal sehr gut, die war extrem feucht. Die war super, super heavy mit Produkt getränkt und hat sehr gut funktioniert. Ich habe sie mir morgens, glaube ich, raufgegeben, bevor ich die Kampagne für meine Pinsel gemacht habe. Und das Make-up danach sah fantastisch aus. Also auch die würde ich mir wieder nachkaufen. Was ich mir unbedingt. Ah, nein! Kennt ihr das, wenn ihr wartet, um euch etwas zu bestellen, weil ihr so ein bisschen sammeln wollt und dann vergesst ihr das zu bestellen, was ihr haben wolltet? Genau das war's. Das war die Mario Badescu Cucumber Tonic Mask. Die war fantastisch. Das ist wirklich, muss ich sagen, vom Finish her auf der Haut gewesen, ähnlich wie die Charlotte Tilbury Goddess Clay Mask gewesen, nur in ja, so leicht grünlich. Super, super gute Maske. Ich kaufe sie mir nochmal in Full Size und dann reden wir da nochmal drüber. Wieder leer gemacht habe ich die Camille Hand- und Nagelcreme. Die habe ich sogar aufgeschnitten. Das ist die einzige Handcreme, die ich benutze tatsächlich. Ist wirklich die beste. Ist vegan, weniger Verpackungsmaterial steht mit drauf. Ich mag den Geruch. Ich habe überall eine stehen. Ich habe hier oben eine, ich habe unten in der Küche eine, ich habe im Bad eine und ich habe im Schlafzimmer eine. Kaufe ich immer wieder nach, ist wirklich eine der allerbesten Handcremes, die es für mich gibt. Und dann habe ich noch was für die Haare. Und zwar von Got2b, das Phenomenal Texture Clay. Das ist das Gel, das benutze ich seit Jahren und das hält Ewigkeiten, wenn man wirklich nur ganz, ganz bisschen braucht. Das ist komplett leer. Also ich habe es wirklich bis zum letzten Rest aufgebraucht. Ich habe auch schon eine neue da. Also falls ihr eine Empfehlung für eure Männer braucht, das. Genauso wie dieses Deo. Das Deo benutze ich glaube, seitdem ich Deo benutze, das ist das Dove Men Plus Care. Es ist das beste Deo. Das hält mich trocken. Ich habe nicht so das Problem mit Körpergerüchen, mit Schweißgeruch. Aber das ist das beste Deo. Also das gehört so einfach dazu, zu diesem Ritual. Duschen, Deo, eincremen, anziehen. Kaufe ich immer wieder nach, ist wirklich ein fantastisches Deo. Und der Duft ist. Ich hätte gerne, falls jemand von Dove hier mit zuschaut, ich weiß gar nicht, von Unilever. Falls jemand von Unilever zuschaut, ich hätte davon gerne eine Duftkerze. Dann habe ich hier etwas Besonderes. Das ist das Eyelash and Brow Lift Kit. Damit kann man Brow Lamination und so ein Lash Lift machen. Ich mache das nicht an den Augen, weil mir das viel zu gefährlich ist. Das sind Chemikalien und ich bin sehr empfindlich an meinen Augen. Was ich damit aber mache, ist, ich mache mir damit regelmäßig ein Brow Lift. Und das habe ich jetzt aufgebraucht. Also ich habe da locker 15 Anwendungen rausbekommen, müsste ich mir mal wieder nachkaufen. Jetzt, wo es fällt, schreibe ich mir auf. Sehr, 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 sehr gut. Da sind so verschiedene Produkte drin. Also einmal zum Fixieren, zum Pflegen. Dann waren hier so Augenpads, das mache ich alles nicht. Ich habe das wirklich nur für die Augenbrauen benutzt. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und spart natürlich eine Menge Geld. Dann mein kleines dunkles Geheimnis.
L'Oreal Magic Retouch Ansatzspray. Habe ich in drei verschiedenen Farben. Das Blond war leider die falsche Farbe. Das war einfach nur, hat so einen Grauschleier bei mir gemacht. Dann hatte ich Schwarzbraun und Mittelbraun. Mittelbraun ist die richtige Farbe. Die sind schweineteuer. Und da ich mir fast jeden Tag die Haare wasche, habe ich das auch jeden Tag benutzt. Einfach um so an etwas lichteren Stellen ein bisschen Dunkelheit hinzugeben, vor allen Dingen hier mit dem Studiolicht. Hier ist überall Licht und man sieht jede kahle Stelle auf meinem Kopf. Würde ich mir wieder nachkaufen? Ich dachte, ich probiere mal ein günstiges Produkt von Isana. Das mag ich aber nicht. Das ist wirklich gut, aber ich kaufe das immer nur, wenn es reduziert ist und es 10% gibt. Das kostet 7 Euro. Ne? Das ist schon eine Menge. Und ich habe 3 Stück gehabt, einfach um die richtige Farbe zu testen. Hier ist sogar noch ein bisschen was drin bei dem Blond. Vielleicht gebe ich das meiner Mutter. Damit kannst du halt auch so ein paar graue Haare abdecken. Mache ich aber nicht. Aber das bleibt unter uns. Dann habe ich aussortiert ganz, ganz viele Liquid Lipsticks von Jeffree Star in allen Farben. In Blau, in Weiß, in Lila, in Petrol, in Rosé. Also ich hatte mir zweimal diese Liquid Lipstick Mini-Kollektion gekauft damals, als die Kollektion rausgekommen sind. Mittlerweile ist das wirklich ein paar Jahre her und die zersetzen sich langsam. Also man sieht es hier beispielsweise, irgendwann zersetzt sich der Liquid Lipstick und deswegen kommen die jetzt weg. Die haben auch tatsächlich nicht mehr so gut funktioniert. Einige haben auch schon unangenehm gerochen. Es tut mir tatsächlich im Herzen so ein bisschen weh, weil ich sie gerne für kreative Looks benutzt hätte. Beispielsweise jetzt bei diesem Look wäre halt so ein blauer Liquid Lipstick sehr, sehr gut gewesen. Aber ich benutze die Sachen von Jeffree Star nicht mehr in den Videos und die sind jetzt durch. Deswegen, thank you. Next. Und dann hatte ich hier ein paar Lashes von Nude Cosmetics. Ich weiß nicht, wo es die Marke gibt, was die Marke macht, aber die waren sehr, sehr schön. Die habe ich mal für ein Video benutzt. Also sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch eine Handcreme und die ist von Herbazin Kamille. Und ich dachte, das ist dasselbe wie die Camille Hand- und Nagelcreme. Ist es aber nicht, glaube ich. Und die hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Die hat so einen schmierigen Film auf der Hand hinterlassen und das mochte ich nicht. Das hat sich nicht so schön angefühlt. Habe ich aber auch leer gemacht. Das war dann so die Nachthandcreme. Ihr merkt, ne? Ich hab so eine richtige Macke mit Handcremes. Aber nun gut. Dann habe ich leer gemacht tatsächlich schon von Rival Loves Me den Lip Balm in der Farbe 01 Vanilla, beziehungsweise in der Geschmacksrichtung Vanilla. Ein sehr, sehr gutes Produkt, vor allen Dingen, weil es so flach ist und das gut in die Tasche reingepasst hat. Ich mochte den Geruch, es hat gerochen wie Vanillekipferl und ich gehe durch so Lippenpflege recht schnell durch. Also ich esse das fast. Ne? Hat mir gut gefallen, gab es auch noch in Himbeere, glaube ich, aber Vanille ist mein Favorit gewesen. Ein Concealer, der jetzt leer ist, ist der hier von Jouer. Das ist der Essential High Coverage Liquid Concealer. Der ist schon Jahre alt, 3 mittlerweile gewesen und der hat nicht so gut funktioniert mehr irgendwann. Also irgendwann, ihr müsst wissen, diese Verpackungen bestehen aus verschiedenen Kunststoffarten und nicht jede Textur, nicht jedes Produkt funktioniert mit jeder Kunststoffart. Es gibt ABS, es gibt HSPE, viele verschiedene Kunststoffe und da muss man gucken, dass sie sich mit der Verpackung vertragen. Und irgendwann setzt der Kunststoff natürlich auch Stoffe frei an das Produkt und das zersetzt dann das Produkt. Das ist hier dann passiert, glaube ich, und deswegen ist der ist jetzt auch durch, da ist nicht mehr viel drin. Und hat mir aber gut gefallen. Dann habe ich hier, ihr habt das TikTok wahrscheinlich gesehen, von Dior, Augenpatches. 2 Stück haben 29 Euro gekostet. Ich habe sie ausschließlich für ein TikTok gekauft. Die waren okay. Also das ist, muss ich sagen, wenn irgendwie eine Freundin von mir Geburtstag hat und ich ihr was Besonderes schenken möchte. So ein bisschen was Luxuriöses, aber ich jetzt auch keine 2000 Euro ihr für eine Handtasche ausgeben kann. Aber ich ihr diese Dior Experience schenke für 29 Euro, ist das in Ordnung? Es kommt natürlich auch super schön verpackt im Samtbeutel und in der Verpackung. Und dann steht auf diesen Patches ganz oft Dior drauf. Hat mir sehr, sehr gut gefallen als Geschenk. Und das ist so etwas, falls ihr jemandem was schenken wollt, das ist wirklich eine Sache, das kann man mal machen. Und da freut man sich drüber. Und da freut man sich drüber, weil es einfach was Besonderes ist. Tun sie jetzt genauso viel wie alle anderen Augenpatches? Eher weniger. Passend dazu habe ich von B-Routine diese Micro-Needling-Augenpads. Das ist eine verrückte Sache. Da sind so mini kleine Nadeln dran. Und die pieksen dir unters Auge
Und die lässt du eine halbe Stunde drauf, dann lösen sich diese Nadeln auf in deiner Haut und polstern so ein bisschen das Auge auf. Auch die habe ich benutzt vor dem Shooting für meine Kampagne für die Pinsel. Kleines Update dazu. Es verschiebt sich leider alles so ein bisschen. Eigentlich sollte der Launch jetzt am 28. sein, aber aufgrund der aktuellen Situation ist es, oder der aktuellen Situationen ist es nicht ganz so einfach. Aber die waren gut, haben mir gut gefallen und danach gebe ich mir ganz, ganz viel Pflege drunter. Dann habe ich Seren aufgebraucht und das war das Eliza Jones Face and Neckline Serum Hyaluronsäure. Das hat nicht lange gehalten, das hat vielleicht 1,5 Wochen gehalten oder so. War ganz cute, war ganz süß, würde ich auch wieder kaufen, wenn ich mal wieder zur Action gehe. Preis-Leistung ist okay, tatsächlich gibt es aber in der Drogerie, beispielsweise hier von Isana, das Hyaluronserum. Das ist besser formuliert als das hier. Und kostet, glaube ich, nur 1 Euro mehr, aber ihr habt auch dreimal so viel hier drin. Also ich würde eher das von Isana benutzen. Habe ich mir tatsächlich auch schon wieder nachgekauft, weil es ein sehr, 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 sehr gutes Hyaluronserum ist. Da ist nichts drin, da ist Panthenol drin, das beruhigt die Haut tatsächlich. Und wenn ihr irgendwie eine Maske gerade hattet oder eine sehr trockene, anstrengenden Tag Haut hattet, dann ist das ein sehr, sehr gutes Produkt. Ist auch hier im Glastiegel. Auch das wird einzeln auseinandergenommen und dann recycelt. Was weggekommen ist, beziehungsweise leer ist, ist der Aroma-Öl-Flakon. Fühl dich wohl Lebensfreude. Hält bis zu 45 Tagen. Ich habe das auch eher immer nur abends angemacht. Das riecht fantastisch. Also das würde ich mir wirklich immer wieder nachkaufen. Ich weiß, es ist nicht gut und es ist auch eigentlich nicht gesund, sowas in die Wohnung zu stellen und die ganze Zeit einzuatmen. Aber ich mag, ich liebe diese Gerüche. Eine der besten Augencremes, die ich jemals hatte, das ist die Mini-Größe aus dem Adventskalender. Ich habe mir tatsächlich auch mit meinem eigenen Code die Full-Size-Größe gekauft, weil das eine der besten Augencremes ist. Das ist die Resveratrol Premium NT50 Augencreme. Die hat so lichtreflektierende Pigmente mit drin. Und wenn du nicht geschminkt bist und das so ein bisschen unter die Augen gibst, dann sehen deine Augen super strahlend aus. Also wirklich eine super, super, super gute Augenpflege. Ein weiteres Serum habe ich vor einer Weile schon aufgebraucht. Das ist das 8% Niacinamid Serum mit 1% Zink von Beauty Glam. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe aber mittlerweile eine andere Pflegelinie, die ich gerade exklusiv teste, beziehungsweise jetzt schon wirklich ein paar Wochen in Verwendung habe. Komme ich in, ich glaube, nächste Woche dazu. Nächsten Mittwoch habe ich auch einen Rabattcode dann für die neue Pflegelinie, die ich benutze. War gut, war aber teuer. Also es war ein echt teures Niacinamid Serum. Da würde ich dann eher zu einer anderen Marke tendieren, glaube ich. Hier ist ein Face and Neckline Serum von Eliza Jones, Gold and Collagen. Ich bin nicht so überzeugt von Kollagen künstlich auf die Haut geben. Ich bin der Meinung, dass das nicht tief genug in die Haut reingeht und nichts bringt. Es hat sich aber gut angefühlt. Da waren so kleine Goldpartikel mit drin. Ob es jetzt echtes Gold ist, keine Ahnung. War aber okay. Und ich glaube eh, diese Action-Pflegeprodukte. Schwierig. Es war okay. Es war okay. Was ebenfalls hier mit drin ist, sind so kleine Ampullen. Ich bin großer Ampullenfan. Und das waren einmal hier von How Cosmetics, Chels Secret Mimic Lift. Da habe ich eine 7-Tages-Kur gemacht und meine Haut war glatt wie ein Babypopo danach. Freude, Trust and Believe. Diese Mimic Cure. Sie, wenn du das 7 Tage machst, ich gebe es morgen und abends mit drauf, da ist so viel drin, dass du aus so einer Ampulle 2 Anwendungen mindestens rausholen kannst. Fantastisch. How Cosmetics. Mega. Dann habe ich hier von Asam einmal Kollagen, einmal Peptide Royal und nochmal Peptide Royal. Auch eine sehr gute Ampullenkur, die meine Haut war vor ein paar Wochen sehr, sehr beansprucht. Und da habe ich diese Ampullen benutzt, weil sie einfach sehr schnell in die Haut einziehen und die Haut von innen so ein bisschen aufgepolstert haben. Hat mir gut gefallen, habe auch tatsächlich noch viel. Ansonsten würde ich mir auch das wieder nachkaufen. Und was ich aufgebraucht habe, ist von Dior Prestige. Das war in dem Adventskalender drin. Eine Creme, die war süß. Ich vertrage die Dior Skincare-Produkte aber nicht so gut, leider. Benutze ich immer nur für Shootings. Also wenn ich wirklich ein anderes Make-up mache als das jetzt hier in meinem Gesicht. Das ist ja mit sehr viel Puder benutzt, sehr viele verschiedene Produkte für Fotografie-Make-up gehe ich aber anders ran und da sind diese Dior Prestige-Produkte immer sehr, sehr gut. Und was jetzt auch endlich wegkommt, ist von Armani die Luminous Silk Foundation. Die ist ja gehypt bei allen und jeden Menschen auf dieser Welt. Ich finde die schrecklich auf meiner Haut. Sie funktioniert tatsächlich einfach nicht. Es ist auch die komplett falsche Farbe. Ich sehe damit aus wie ein Oompa Loompa. Hat mir nicht gefallen, ist für mich ihr Geld nicht wert.
Da würde ich dann eher zur Catrice HD Liquid Camouflage gehen. Die sind vom Finish her sehr ähnlich. Die Catrice hält tatsächlich nur so ein klitzekleines bisschen länger. Und das war's tatsächlich auch schon mit meinem Aufgebraucht-Video jetzt hier für Februar im März. Ich hoffe, es war vielleicht was Spannendes für euch mit dabei. Ich liebe die Aufgebraucht-Videos und ich freue mich tatsächlich schon auf das nächste. Ich habe ganz, ganz viele Produkte, die sich bald dem Ende neigen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr das auf jeden Fall nicht verpasst. Und drückt am besten die Glocke. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Bis zum nächsten Mal.